Herzlich willkommen, liebe Zuschauer vom Deutschlandkurier. Ich darf bei mir heute Matthias Helfrich begrüßen. Schönen Dank, dass Sie heute Zeit hatten und ich freue mich auf das Interview. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Helfrich, Sie sind großer Unterstützer der Jungen Alternative für Deutschland und allgemein des patriotischen Vorfeldes. Wie bewerten Sie die Einstufung des Verfassungsschutzes der Jungen Alternative als gesichert rechtsextrem? Es ist, wenn man den Verfassungsschutz eben als das sieht, was er ist, nämlich ein Regierungsschutz, der in seiner ganzen Konstitution darauf ausgelegt ist, letztlich die demokratische Opposition in diesem Land zu verfolgen. Ist es eigentlich konsequent, die junge Alternative derart zu diskreditieren durch diesen Vorwurf, gesichert rechtsextrem zu sein? Es ist letztlich eine Erklärung von Frau Faeser, die dann ausgesprochen wurde durch Herrn Haldenwang und diese vermeintlich neutrale Behörde, die eben keine neutrale Behörde ist, sondern eben ein Regierungsschutz. Und insofern sollte uns das nicht ängstigen, aber wir sollten daraus lernen, dass es letztlich alle Vorfeldakteure treffen wird, die sich im Umfeld der AfD bewegen und letztlich auch die Mutterpartei, auch ihr. Da steht ja der Vorwurf im Raum, der schon einmal bestätigt wurde vom Verwaltungsgericht Köln, dass sie eben ein Verdachtsfall des Rechtsextremismus ist. Und da helfen letztlich keine Distanzierung und keine Ängstlichkeit, sondern eigentlich der Mut, zueinander zu stehen. Ja, und Sie sind auch immer wieder auf Veranstaltungen der Jugendorganisation zugegen und halten dort auch Vorträge. Was erwartet denn die Jugend von einer Regierung, die in Zukunft eventuell durch die AfD gestellt werden könnte? Also ein schönes Beispiel war es, ich war gestern in Cottbus in der Mühle, auch ein tolles Vorfeldprojekt, was von AfD-Abgeordneten betrieben wird, wo sich auch junge Menschen treffen können. Es war ein Jugendstammtisch des Kreisverbandes Cottbus, organisiert vom Kreissprecher Kalli Hohm. Und was man dort eigentlich erleben konnte, es waren alles größtenteils keine Parteimitglieder oder JA-Mitglieder, zwar auch, aber einfach Jugendliche aus Cottbus. Und die Jugendlichen haben vor allen Dingen den Wunsch, dass Deutschland und der Charakter Deutschlands als Land der Deutschen erhalten bleibt. Sie fühlen sich vor allen Dingen durch diese Massenzuwanderung bedroht, kommen damit ja auch tagtäglich anders in Berührung und erleben Konflikte, die vielleicht jemand, der nicht mehr am Wochenende feiern geht, der sich nicht mehr abends durch die Bars bewegt, in diese Berührung haben viele Ältere dann gar nicht mehr. Ne? Das gilt für ostdeutsche Jugendliche genauso wie für westdeutsche Jugendliche. Wenn ich damit jungen Menschen spreche, dann sagen die mir, ja, ich habe Angst, abends nach der Diskothek mit der U-Bahn nach Hause zu fahren, weil sich Messerattacken häufen, weil sich Abzocke häuft, weil auch die Hoheitsdelikte, wie es heute der Bundespolizeichef, Herr Dr. Roman, im Innenausschuss gesagt hat, immer stärker häufen. Und das vor allen Dingen in unseren Großstädten. Und Jugendliche, die eben in Großstädten leben, wünschen sich eine sichere Heimat, eine Ordnung zurück, wo sie sich auch frei bewegen können. Da geht es letztlich auch um Freiheit, ne? Weil sich frei im öffentlichen Raum bewegen zu können, ist eigentlich ein großer Wert einer modernen Gesellschaft. Und das ist momentan bedroht. Ja, und das ist im Prinzip auch das, was die Jugend dann dort am meisten bewegt. Und die Thematik Remigration ist wahrscheinlich dann auch eine sehr große. Auch das geht sicherlich auch um soziale Sicherheit, aber letztlich ist ja auch diese Massenzuwanderung eine Bedrohung unseres Sozialstaates. Wir müssten ja gar nicht so viel Geld aufwenden, auch wenn junge Leute ins Berufsleben einsteigen und auf einmal merken, dass sie rund 50% ihres Gehaltes an Einkommensteuer zahlen müssen, an Sozialbeiträgen. Das müsste ja nicht so sein, sondern wir finanzieren ja hier einen Sozialstaat, der nicht den eigenen Leuten im Gros dient, sondern vor allen Dingen Fremden, die unsere Regierenden eingeladen haben. Und das Thema Rente ist ja auch aktuell gerade ganz groß. Sehen Sie die Rente der heutigen jungen Generation als gesichert? In keinem Fall. Gut, Also die positiv. Enttäuschung wird wahrscheinlich auch nicht groß sein, weil es jetzt sich ja inzwischen, glaube ich, jedem bekannt ist, dass das Rentensystem in seiner bisherigen Form nicht tragbar ist. Und wenn wir sehen, dass oder wenn wir hören, dass das Establishment immer wieder sagt, auch um unsere Renten zu sichern, brauchen wir diese Massenzuwanderung, dann widerspricht das eigentlich allen der gesamten Empirie. In den Niederlanden gab es jetzt eine Studie, wie viel kostet ein Migrant, zum Beispiel aus Afrika, eine europäische Solidargemeinschaft. Da geht man von rund 800.000 Euro aus in seinem ganzen Leben. Selbst wenn die Leute ja, sag ich mal, im Niedriglohnsektor beschäftigt sind nach einigen Jahren, selbst denn, dann sind sie immer noch ein Kostenfaktor für die Solidargemeinschaft. Und deshalb ist diese mehr von der Zuwanderung, die man bräuchte, um unser Rentensystem zu stabilisieren, ist eben ein Märchen, was sich auch immer mehr entlarvt. Ja.
Mit Ihrem Wahlkreisbüro in Dortmund zeigen Sie ja auch, dass man auch in Nordrhein-Westfalen tolle Orte für patriotisches Miteinander schaffen kann, mit Vorträgen, Lesungen und Diskussionen sowohl für die Jugend als auch für die Partei. Hoffen Sie auf mehr Nachahmer seitens der westdeutschen Politiker der AfD und dass Sie quasi damit einem guten Beispiel vorangehen? Ja, also ich bin ja kein Einzelfall. Roger Beckamp macht das zum Beispiel auch. Unser Abgeordneter Eugen Schmidt macht das auch, betreibt vor allem für die russlanddeutsche Community in Oberberg immer wieder tolle Veranstaltungen. Ich glaube, wir sind da auch alle Nachahmer, weil der Osten und die ostdeutschen Abgeordneten das vorgemacht haben. Ja, also vom Osten lernen heißt siegen lernen, auch wenn das vielleicht noch nicht jeder im Westen, auch in der westdeutschen AfD, verstanden hat. Glaube ich, dass es eben patriotische Rückzugsräume braucht, wo man sich auch einfach selbst vergewissern kann, wo eine Frauengruppe tagen kann, um sich auszutauschen, wo die junge Alternative die Banner für irgendeine Demo vorbereiten kann, wo man einfach mal entspannt ein Bier trinken kann. So ein Ort ist eben die Mühle, auch in Cottbus, wo ich gestern war. Und das versucht man oder versuchen wir letztlich zu kopieren, weil es ein Erfolgskonzept ist. Und man braucht auch als Patriot oder als Konservativer braucht man Orte, wo man Gleichgesinnte treffen kann, weil das Ziel auch dieses ganzen Repressionskatalogs, der jetzt abgearbeitet wird von Frau Faeser, ist ja darauf ausgerichtet, dass sich jeder alleine fühlt. Ja, dass die Leute sich zurückziehen, auch nach außen hin apolitisch werden, weil sie sich nicht mehr am Arbeitsplatz zu politischen Dingen äußern wollen. Sie haben Angst, dann eben vielleicht Repressionen zu erfahren. Und da sind eben solche Orte auch wieder ja, Orte der Stärke, wo man auch nach einem Abend dort oder einer Tagesveranstaltung gestärkt in den politischen Kampf zurückkehren kann. Also patriotische Begegnungsstätten. Genau, quasi. Ja. Sehr schön. Zum Abschluss noch eine Frage. Martin Sellner darf nun höchst offiziell nicht mehr nach Deutschland einreisen. Mhm. Was sagen Sie dazu? Ja, es ist eher, es ist letztlich ja irgendwo auch eine Posse, die da passiert. Das ist ja auf eine gewisse Art und Weise belustigend. Dr. Roman, Chef der Bundespolizei, hat heute im Innenausschuss berichtet und gesagt, dass wenn man zum Beispiel abgelehnter Asylbewerber ist, dass man dann trotz Wiedereinreisesperre immer wieder straffrei in die Bundesrepublik zurückkehren kann. Das gelte aber nicht, weil es, so habe ich es verstanden, ein kommunales Einreiseverbot ist für Martin Sellner durch die Ausländerbehörde in Potsdam. Das gilt für Martin Sellner nicht. Wenn er wieder einreist, gilt das als Straftat, als illegale Einreise. Und dann soll er wahrscheinlich auch, das ist wahrscheinlich das große Ziel dahinter, dann auch juristisch belangt werden und wird jetzt als Straftäter eingeordnet, wenn er zurück nach Deutschland einreisen würde. Und das ist auf der einen Seite natürlich traurig, aber es ist auch lustig. Ich glaube, Martin Sellner hat auch einen guten Weg gefunden, damit umzugehen und das Establishment in seinem Verfolgungswahn da auch vorzuführen. Das ist aus meiner Sicht auch der richtige Weg, auch das, was man von Vorfeldakteuren lernen kann, dass man mutig in solche Situationen geht, dass man sie auch verballhornt und über das Establishment lachen ist, glaube ich, die beste Form des politischen Angriffs. Ja. Ja, vielleicht werden dann dadurch auch die Grenzen besser jetzt geschützt. Natürlich, ja, das ist der erste Ausländer, der nicht mehr einreisen darf. Ja, ja. Das ist alles klar, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich habe zu danken. Ich freue mich auf die nächsten, die hoffentlich kommen werden. Bedanke mich bei den Deutschlandkurier-Zuschauern und sage bis zum nächsten Mal.